Alle Konzentrationslager wurden von der SS-Totenkopf-Wachkompanie bewacht. Die Lagerleitung wurde vom SD, das heißt, das waren Gestapo-Beamte, SD-Sicherheitsdienst. Der Sicherheitsdienst meldete ja über die Stimmung aus der Bevölkerung an die Reichsregierung. Das heißt, die guckten in den S-Bahnen nach, was die Leute sich unterhielten. Die gingen in Bierlokale, was die Arbeiter sprachen und so weiter. Das heißt, Hitler, sein Laden wurde ja nur aufrechterhalten durch die Gestapo und durch den Sicherheitsdienst und durch dieses ewige Spionieren und Denunzieren. Sonst wäre das ja gar nicht so lange gelaufen. Das heißt also, der gesamte Staat wurde nur zusammengehalten durch die Geheimpolizei. Welche Erfahrungen haben Sie dann persönlich gemacht in diesem KZ mit Ihren Bewachern? Haben Sie dann noch etwas in Erinnerung? Naja, da passierten natürlich unschöne Dinge. Was natürlich am schlimmsten war, war dieser Strafsport. Wenn also irgendjemand gegen die Lagerordnung verstieß, was ja bei den vielen Lagerordnungsparagraphen praktisch dauernd war. Es gab ja eine übertriebene Ordnung, die es sonst nicht gab. Zum Beispiel, wenn eine Zahnbürste irgendwo schief lag, dann kriegte man nichts zu essen abends. Das heißt, es gab sowieso schon nichts zu essen. Und eine Strafe war natürlich dann auch noch Essen im Zug. Das war natürlich, ja, und dann kam der Strafsport, man musste an der Wand stehen und all sowas. Also die Menschen wurden also regelrecht gequält. Und die SS kam ja teilweise aus Auschwitz und hatte da schon praktisch Erfahrungen gesammelt. Denn ein normaler Mensch kann ja so etwas gar nicht machen. Der ist ja viel zu fein, einen anderen Menschen so zu quälen. Man musste also Leute ausbilden, die überhaupt in der Lage waren, so etwas zu machen. Sonst würde das ganze Lagersystem ja nicht klappen. Das heißt, man musste die SS überhaupt erstmal dahin bringen und dressieren, dass sie überhaupt in der Lage war, Häftlinge so zu schlagen und zu prügeln. Wir haben uns immer gewundert, wo man plötzlich so viele Menschen herkriegt, die das machen. Wenn da mal ein, zwei drunter gewesen wäre, dann hätte man gesagt, na gut, das sind Ausnahmen. Aber die gesamte Lager-SS-Mannschaft war ja so, die waren ja alle, ich weiß es nicht, irgendwo dressiert worden. Haben Sie da eine Begebenheit ganz besonders in Erinnerung, die Sie ganz furchtbar fanden in diesem Lager? Also was Ihnen vielleicht auch widerfahren ist oder vielleicht einem Freund von Ihnen dort? Ja, also geprügelt wurde ja jeden Tag. Diese Blöcke, wie man sagte, diese Baracken mussten dann antreten und wenn dann einer verprügelt wurde, dann mussten die anderen Häftlinge alle antreten. Und in den Groß-KZs spielten ja auch Orchester und da haben die Leute draußen gedacht, da drinnen geht es wunderbar zu, da wird Musik gemacht. Ja, das hat man nur gemacht, damit man die Schreie der Leute, die sie aufgehängt haben, nicht nach draußen ging. Das heißt also, die SS war also schweinisch sozusagen. Das hat es ja alles gegeben. Das ist ja alles erst nach 45 rausgekommen, denn die Läger hatten ja zwischen den Baracken immer große Holzplanken. Das heißt, Moringen war ja das einzige Lager, was mitten im Ort war, sodass die Bevölkerung da nicht reingucken konnte. Aber sie hörte natürlich auch, was los war. Und nach 45 hat man das natürlich alles totgeschwiegen und verdrängt, weil der eine hatte dran verdient, der hatte Lebensmittel geliefert, der nächste hat mitgeprügelt, der nächste war Schreibtischtäter und jeder war 1945 froh, dass er das los war.